Hallo und moin moin aus Kroatien. Ich bin gerade zu Besuch bei meinen Eltern und das Coole ist, ich habe hier guten Zugriff auf Gartengemüse und Kräuter und Pipapo und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Video zum Kräutertrocknen. Das gibt es ja noch nicht auf meinem Kanal und im Prinzip ist das eine ganz einfache Sache. Wir gehen jetzt erstmal in den Garten und dann zeige ich euch einfach mal, wie das funktioniert. Viel Spaß! Zunächst brauche ich das passende Arbeitswerkzeug, eine Schere und einen Schal. Welche Kräuter du benutzt, ist fast egal. Ich habe im Garten zum Beispiel Rosmarin, Thymian, Salbei oder Minze. So, und zwar habe ich jetzt hier über mir die Rosmarinpflanze und da suche ich mir jetzt mal einen Zweig aus. Ich nehme nicht so viel. Ich will den nämlich für einen Tee benutzen. Da brauche ich nicht so viel. Ich will jetzt nicht, dass es so super intensiv wird. Ich habe mir jetzt mal so einen Stiel abgeschnitten. Wir haben eine relativ große Pflanze hier, die auch schon sehr, sehr alt ist. Den nehme ich jetzt mit. Der wird auch gewaschen. Der wird aber nicht getrocknet dieses Mal, sondern kommt für ein anderes Video in Tee-Limonade. So, und vom Garten direkt in die Küche. Ich zeige euch mal die Ausbeute. Das ist natürlich jetzt relativ viel. Da sind, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es sind zwei verschiedene Sorten Minzen. Die sehen sich relativ ähnlich. Dann ist da irgendwelche Geräusche, keine Ahnung. Dann ist da noch der Zweig Rosmarin drin. Es ist gerade relativ warm. Das bietet sich zum Trocknen natürlich ganz gut an. Ich habe nämlich hier jetzt schon Lappen auf der Fensterbank ausgebreitet. Und da kann die Minze dann, ich würde sagen, für 2-3 Tage einfach dann in Ruhe trocknen. Im Winter würde ich da ein bisschen anders vorgehen, da dann vielleicht einfach irgendwie was in der Nähe der Heizung, wenn man da dann die Fensterbank direkt drüber hat, da dann vielleicht den Lappen ausbreiten und dann da die Kräuter drauf und dann wird das auch funktionieren. Also da ist man eigentlich saisonmäßig relativ unkompliziert aufgestellt. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Es dauert nur manchmal ein bisschen länger. Nach einer Zeit bekommt man auch ein Gefühl dafür, wie lange es dann ungefähr braucht. Und dann kann man sich das dann selber abpacken in irgendein Gefäß, in eine Dose oder was auch immer. Und immer dann, wenn man es braucht, benutzen. Also ich gehe immer so vor. Zunächst waschen wir die ganzen Kräuter gründlich sauber. Und danach passiert natürlich das Wichtigste. Alle Kräuter werden getrocknet. Dafür lege ich immer ein Handtuch auf die Fensterbank und platziere dann das Grünzeug drauf. Und wenn deine Kräuter komplett trocken sind, dann kannst du natürlich damit machen, was du willst. Ob du jetzt einen Bund da draus machst und einen Bastfaden drum wickelst oder die Kräuter mahlst und sie in eine Dose packst, das kannst du dir überlassen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Video zu filmen und zu schneiden. Es ist super heiß, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.